Ich würde ihn jetzt gerne, obwohl meine Handschrift richtig schlecht ist, ein paar Sachen irgendwie mal, dass wir das gemeinsam irgendwie an der Tafel entwickeln, wo wir stehen, was wir hier machen, was andere Hochschulen machen. Ich hoffe, irgendwie so 20 Minuten reichen irgendwie aus, dass wir dann ordentlich ins Gespräch kommen können. Ja? So. Frau S. noch erstmal was zum Lebenslauf, Personen, was Sie brauchen. Gut. Kurzform sozusagen. Warum meinen wir, das ist ein komplett anderer Studiengang und eine komplett andere Hochschule, Studiengänge, Bachelor, Master, Ökonomie braucht und dazu sozusagen wir haben eine ganze Hochschule drumherum. Wenn Sie sich vorstellen, dass das unglaublich anstrengend ist, Strukturen komplett neu zu schaffen, das muss ja irgendeinen Grund geben, warum man diesen Wahnsinn irgendwie macht. Ja, also es ist einfach auch für Sie natürlich die Frage, es gibt einfachere Orte, das werden Sie mitkriegen, als jetzt irgendwie gerade hier. Ja, also sozusagen, warum macht man das Ganze? Ich möchte Ihnen das ein bisschen historisch zeigen, was wir hier machen. Und ich will Ihnen erstmal zeigen, was ursprünglich, wir befinden uns ungefähr im 19. Jahrhundert, politische Ökonomie eigentlich mal gewesen ist. Also das Fach, was Sie hier studieren können, was wir allgemein Ökonomie nennen. Was ist es gewesen vor 1900 und was ist daraus eigentlich geworden? Und grob gesagt, was wir hier versuchen zu verändern, ist, dass heute Ökonomie als Ökonomik verstanden wird, das heißt als eine rein mathematische Wissenschaft nach naturwissenschaftlichem Vorbild, was ganz starke Auswirkungen hat auf Sie als angehende Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, weil damit, wie auch in der Naturwissenschaft, so ein absolut distanzierter Blick entwickelt wird. Also Sie ziehen sich auf so eine Art mitleidlose Position zurück. Sie werden das, wenn Sie woanders schon studiert haben, mitbekommen, dass Sie einfach nur Modelle rechnen, dass Sie eigentlich gar nicht wissen, was hat das mit Realität zu tun. Und wie auch Forschung von uns zeigt, dass Sie als Menschen drohen, auch so abzusterben. Ja, also bestimmte Fragen, die Sie haben, bestimmte Emotionen, bestimmte Überzeugungen gar nicht in die Wissenschaft einbringen können. Und das ist nicht Zufall, ja, das sind nicht gerade Sie irgendwie voll emotional und das ist irgendwie nur Ihr Problem, sondern es ist ein grundlegendes Problem der Wissenschaft. Ja, und das möchte ich Ihnen deutlich machen, nicht weil ich jetzt gegen diese Ökonomik etwas habe, nur die können Sie auch woanders studieren. Ja, also das sind ungefähr 90, 95% aller Studiengänge in Deutschland und auch mittlerweile weltweit. Ja, dafür bräuchte es nicht so eine Nische wie hier jetzt irgendwie an der Mosel. Ja, also ich habe da nicht prinzipiell was gegen, nur es ist nicht das, was ich vertreten würde und es ist nicht das, was wir hier vertreten, weil es sowieso jeder andere sozusagen macht. Und das möchte ich Ihnen, wie das bei uns üblich ist, kurz ein bisschen historisch sagen, aufzeigen. Was ist eine politische Ökonomie mal gewesen? So hieß unser Fach bis in die Jahrhundertwende, dann auch teilweise noch weiter. Und es wird immer wieder es steht immer wieder auf, wenn Leute meinen, Ökonomie sollte tatsächlich was mit Veränderung von Politik, mit Veränderung von Systemen zu tun haben, wird dieser Begriff immer wieder verwendet. Aber er ist heute sozusagen gestorben gegen diesen Begriff der Economics. Ja, und das ist sozusagen das, mit dem wir uns heute, also die wichtigste Trennung, die Sie irgendwie haben können. Mit was hat sich diese politische Ökonomie eigentlich mal beschäftigt? Sie kennen das wahrscheinlich. Es ist erstmal die Frage gewesen, nicht heute in diesem ganz materiellen Sinne, sagen Sie würden hier eine Wissenschaft studieren, die dafür sorgt, dass es den Menschen wohlergehen kann. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal materielle Fragen der Produktion und der Distribution, also verteilen sie. Und es ist schlichtweg die Frage, haben die Leute genug zu essen? Ja, also wo können wir, also es sind ja Gerechtigkeitsfragen, die dann dran stehen, wo wir sehen, dass im Moment ein Drittel oder wie viel ist es, der Lebensmittel, die wir produzieren, verschwendet wird, dann ist es keine Welt der Knappheit, sondern einer gnadenlos falschen Distribution. Wenn wir den Reichtum auf der einen Seite sehen, den gnadenlosen Armut auf der anderen Seite, dann sind das Fragen, mit denen sich die politische Ökonomie von Anfang an immer beschäftigt hat.
der Frage Reichtum, tatsächlich auch der Frage Reichtum von Herrschern. Ja, also es ist jetzt nicht einfach nur eine nette Wissenschaft gewesen oder so, aber es geht insgesamt um diese Frage und die hat sich aufgeteilt in die Frage des Staates und der Bürger. Deswegen heißt es in Bonn, wenn Sie da studieren wollen, ist es heute eine mathematische Wissenschaft, aber sie gehört in den Bereich der Staatswissenschaft. Als Staatswissenschaft. Also hier als Staatswissenschaft und hier schlicht und ergreifend der Menschen, wie können die Menschen versorgt werden, was sind überhaupt Begriffe, Vorstellungen von dem, was wir in dieser Welt eigentlich brauchen, damit es den Menschen irgendwie gut geht. Und interessanterweise, ich schreibe das jetzt gleich erstmal darüber, diese Fragen immer welche gewesen von einer in dem Sinne praktischen Wissenschaft, die in der alten, für sich jetzt ungewohnt erstmal, völlig, also als Art bezeichnet wurde, als Kunst im Sinne einer praktischen Wissenschaft. Und der andere Bereich ist die Frage nach der Ethik gewesen. Die politische Ökonomie ist eigentlich eine Moralwissenschaft gewesen. Daraus hat sie sich auch entwickelt. Und wenn wir jetzt noch ein Jahrhundert vorher gehen würden, würde es keine Unterscheidung geben zwischen Moral Philosophy und politischer Ökonomie. Die entwickeln sich sozusagen auseinander. Ja, so dass wir eigentlich in diesen klassischen Konzeptionen haben wir die Fairness und die Gerechtigkeit als Leitkriterien gehabt und hier das Dienliche. Ich schreibe jetzt hier nicht nützlich hin, weil der Begriff nachher gekapert wurde, sozusagen von diesen hier. Ja? So, das ist also die Idee, was studieren Sie in einer politischen Ökonomie? Ich schreibe es hier nochmal hin, das ist das Gemeinsame. Sie wollen Menschen, die in politischen also politische Entscheidungsträger, Trägerinnen sind, beraten. Sie wollen mit denen in Dialog gehen, sie wollen an Weltbildern, an Narrativen sozusagen mitarbeiten, um in diesen beiden Komplexen der Ethik, sind institutionelle Fragen, wie können Leute zusammenwirken, wie können wir zusammen leben, auf der einen Seite, und die andere Seite eben der Bereich der Kunst, das ist, ich kann es jetzt hier nicht hinschreiben, das ist vor allem der Bereich der Produktion gewesen. Also wie gehe ich mit Natur so um, dass wir selber leben können, Klammer auf, 19. Jahrhundert keine Idee von Ökologie. Ist einfach unbekannt in dem Sinne, deshalb müssen wir die heute in die politische Ökonomie dann noch neu sozusagen irgendwie integrieren. Interessant, noch eine Sache zu dieser Geschichte, wenn man sich das anguckt, was ist hier eigentlich der Inhalt gewesen, mit was haben die sich hier beschäftigen wollen, und es war ganz klar, es ist eine Menschenwissenschaft, eine Sozialwissenschaft. Und der Hauptgegenstand oder genau Frage war der Wandelbarkeit von sozialen Institutionen und damit im Kern der Anthropologie, also der Menschenbildsfrage, einfach gesprochen, der freie Wille. Es war eine Wissenschaft, die sich genuin mit dem freien Willen, wie er sich auf Natur zur Produktion richtet und wo Menschen und Menschen aneinander geraten. Beispiel, Sie haben aus dieser Zeit herrliche Diskussionen, ich weiß nicht, ob das heute noch interessiert, mich interessiert, die Frage sogenannter gerechter Preise. Wann ist ein Preis für ein Liter Milch gerecht? Ja? Und es war denen völlig klar, das ist jetzt keine Naturwissenschaft, die Frage ist auch kein Naturgesetz hinter, sondern Menschen müssen sich auf diesen Preis einigen. Ja, es war auch noch nicht, dass die Preise gegeben sind und total Marktsignale und alternativlos, das war die Frage, wie können Menschen zusammen mit ihren jeweils unterschiedlichen Willen, der eine will mehr Geld haben, der andere will das nicht ausgeben, der nächste sagt, meine Kühe können nicht leben und ich kann nicht überleben mit meinen Kühen, ich kann nicht anständig füttern. Und so. Also wo sind die sozialen Orte des Diskurses, wo sowas irgendwie ausgehandelt werden kann. Und in diesem ganzen Bereich sozusagen haben wir schon im Rahmen der politischen Ökonomie, spätestens seit dem 18. Jahrhundert, Vorstellungen, dass man sagt, oh je, ich mach's jetzt mal platt, ja, oh je, das ist total anstrengend mit diesem freien Willen, weil wir vor allem ja auch mit Leuten zu tun haben, die auch einen freien Willen haben, wenn ich Leute berate und es dann
es ist nie klar, es ist immer diffus, immer ändert sich alles. Es ist eigentlich eine sehr anstrengende Wissenschaft, weil sie ständig mit Leuten zu tun haben, die einen freien Willen haben, sie haben auch einen und sie müssen damit irgendwie klarkommen. Und da setzt sich durch, jetzt viele sagen, aus der Philosophie herkommt und aus anderen sagen, könnte es nicht was ganz anderes geben? Können wir mal diesen ganzen Unsinn mit diesem Menschlichen lassen? Können wir diesen menschlichen Faktor eliminieren innerhalb des Sozialen? Und dort kommen jetzt ganz viele Metaphoriken und so sagen so, wäre das nicht schön, wenn hinter diesem ganzen Zeugs, wie hinter einem Schleier, sich letztlich etwas verbirgt, was wie naturgesetzhaft ist, was unwandelbar ist, was sich nicht verändert. Also können wir irgendwie etwas finden, was hinter diesem ganzen menschlichen Zeugs, sei jetzt mal polemisch, liegt, was uns denn ermöglichen würde, Soziales zu sehen, wie Naturwissenschaften, die Planeten betrachten, die Gravitation und ähnliches. Und das wird jetzt allmählich sozusagen zu einer immer stärkeren Strömung. Und man weiß dann ungefähr um den 19. Jahrhundert, wie das jetzt hier entsteht, sagen aus diesem Ganzen und diesem ganzen freien menschlichen Willen, oh je, das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen tatsächlich etwas dahinter oder etwas anderes sozusagen sehen. Und damit wird ein, sozusagen eine völlig andere, man nennt das in der Wissenschaftstheorie, ein völlig anderes Paradigma sozusagen ausgebildet. Es geht auch noch um diese Frage Mehrung von Reichtum und so weiter, aber jetzt im Sinne völlig Abstraktes. Und man will jetzt hier, also das Ideal wird sein, man nennt es auch so, wird rein, man nennt es wissenschaftsimmanent, sondern die Grundmotivation ist nicht mehr Menschen zu beraten, Menschen zu helfen, sondern man möchte, die Motivlage ist, eine reine Wissenschaft nach naturwissenschaftlichem Vorbild zu schaffen. Das heißt, Sie haben schon studiert, ne? Wenn Sie die sozusagen dieses ganze Zeug sozusagen rechnen, dann fragen Sie sich ja oft, warum machen Sie das? Die Antwort, die man aus der Historie rausfinden kann, und man sagt sie Ihnen leider nicht, Sie rechnen, weil Sie rechnen wollen. Punkt. Es ist nicht, weil der Mensch tatsächlich irgendwie so ein Nutzenmaximierer ist, irgendwas mit Realität. Es geht auch nicht unbedingt daran, den Menschen so anzusprechen, obwohl das passiert, sondern sie rechnen und sie rechnen nur das, was man rechnen kann, weil sie wie in einer Naturwissenschaft und wie eine Mathematik sein wollen. Das ist eigentlich die Sache, die ich sage immer, das ist wichtig, wenn sie für ein Studium entschieden und dann sagen, oh Gott, wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre es ja mal interessant gewesen. Und das lässt sich tatsächlich zeigen, das ist die Motivationslage dahinter. Wir machen das, damit wir irgendwie rechnen können, weswegen hier eben ein Kriterium von reiner Wahrheit, und Sie werden das kennen aus Ihrem Studiengang, ich meine damit kein moralisches Kriterium, sondern einfach Richtigkeit. Sie werden Klausuren gehabt haben, wo Sie irgendwas ausrechnen mussten und entweder ist es 2,5 oder es ist nicht 2,5, Ihr Professor weiß, 2,5 ist richtig, Ihre Kommilitonen wissen das, nur zufällig haben Sie 3,0 rausgekriegt und dann haben Sie nicht recht. Ja, und das sind auch die Bewertungskriterien, wenn Sie in eine solche Hochschule gehen. Und das ist natürlich total klasse auf der einen Seite, weil Sie eine Klarheit haben, weil Sie eine Eindeutigkeit haben. Und Sie haben eine wissenschaftliche Community, die sich auf etwas einigen können. Diese hier haben sich immer gestritten und streiten sich auch heute noch. Ja, was soll jetzt Gerechtigkeit sein und wie kann man das? Und dann müssen Sie das begründen und dann müssen Sie Argumente haben. Das brauchen Sie ja alles nicht und so werden Sie auch geschult, sondern Sie haben einfach Modelle. Die sind in sich konsistent, die haben bestimmte Annahmen und nach den Annahmen kann man rechnen oder man kann nicht rechnen. Auf jeden Fall ist es eine sehr eindeutige Kiste sozusagen. Und hier haben Sie dann eben diesen Bereich der reinen Wissenschaft, nach der Sie sich orientieren. Das ist der dritte Bereich einer politischen Ökonomie, der sich dann abgetrennt hat. Und das Idealbild ist eine rein rechnende Wissenschaft. Und dafür haben Sie dann, entwickeln Sie Modelle, dass sie den, aus dem Menschen den freien Willen rauskriegen, weil sonst können sie ihn nicht berechnen. Deshalb haben sie jetzt die gegebenen Präferenzen, wenn sie das erinnern. Das ist eigentlich der Witz dahinter, dass sie den Menschen so statisch machen. Sie müssen den menschlichen Willen irgendwie wegkriegen. Ja, also anders geht es irgendwie nicht. Und sie müssen vor allem das Zwischenmenschliche aus den menschlichen Bezügen, also Tauschwirtschaft, irgendwie rauskriegen. Und kann man viel zu sagen, wo hat das am besten funktioniert. Da, wo so wenig Menschlichkeit wie möglich im realen Leben drin ist,
Und das sind anonyme Tauschbeziehungen, wie sie heute bei Aldi zum Beispiel haben. Sie wissen ja auch nicht, wer der Produzent ist, sie wissen nicht, wer der Händler ist, sie wissen eigentlich gar nichts. Sie sehen halt irgendwie eine Verpackung und sie sehen den Preis. Das Menschliche ist eh raus und deswegen hat man sich so wahnsinnig auf diese Preismechanismen sozusagen irgendwie gestützt. Dieser Bereich, sagen diese beiden, politische Ökonomie gegen diese Economics, erst hieß es, ja, wir machen aus zwei drei und es ist nur die bessere politische Ökonomie und die wahre und die sichere. Sie müssen jetzt 19. Jahrhundert, Sie haben diesen ganzen Strom von Verwissenschaftlichung. Und Sie kommen ja auch aus anderen Bereichen, Sie werden es ja überall erleben, dass Quantifizierung wichtig ist, dass Modelle wichtig sind und so weiter. Es ist ja nicht nur die Ökonomie, die alleine steht. Und dann schon um 1890 ist man auf diese Idee gekommen, sagen, wir führen diesen Begriff ein und töten diese politische Ökonomie vollständig ab. Ja, das ist also die Welt, die theoretisch vorgedacht worden ist im 19. Jahrhundert. Das hat sich dann total lange hingezogen. Solche Leute wie Marx fanden es nicht lustig. Die haben sich schon zu der Zeit sind die Sturm gelaufen dagegen. Dann ein Keynesianismus, immer wieder gesagt, nein, das ist eine politische Ökonomie, eine historische Schule, zu sagen, alle haben es immer noch mal wieder versucht. Und ungefähr seit der Wendezeit 89, also 90, ist das jetzt wirklich, dass das die herrschende Lehre in ihrer Bildung ist. Also vorher, also als ich noch studiert habe, war es noch nicht so schlimm. Wir hatten auch politische Ökonomen, wir hatten Marxisten an der TU Berlin, die haben sich dann alle immer halt irgendwie völlig aufeinander eingedroschen oder so. Aber es war in dem Sinne noch absolut plural. Nicht angenehm auszuhalten, aber immerhin sozusagen wirklich existenziell plural. Wir hatten Lehrer, die nicht miteinander leben konnten. Und hier dann eben dieser Bereich, wie Sie es heute in den Lehrbüchern haben. Ja, es war klar, es war noch ein ideologischer Streit. So, und das werden Sie heute kaum sozusagen, wer streitet sich ja, ob ich so rechne oder anders rechne, Hauptsache ich komme im Journal rein. Also es ist einfach diese ideologische Sache, die ich noch hatte, auch in gewisser Weise geliebt habe, ist heute einfach gar nicht mehr so zu finden. So, das ist also grob die Bereiche, da können wir erstmal drüber reden, dass Sie sagen, ich kann Ihnen das sehr genau ausführen, was es ist. Ich will noch eines, ich weiß nicht, ob sich jemand interessiert, aber ich sage es kurz. Was ist jetzt mit BWL, VWL? Das ist erstmal eine Darstellung der heutigen Volkswirtschaftslehre. Die BWL liegt ein bisschen quer dazu, weil es in dem Bereich gab es das überhaupt nicht. Und schon gar nicht als Wissenschaft. Also so, ne? Und das sagen ja auch heute noch, ja, ist es eine Wissenschaft? Ich sage da nicht zu. wo finden Sie vor allem begeisterte BWLer, also die sich wirklich streiten wollen um ihr Fach und so, also ein bisschen schwierig zu finden. Aber die Geburt der BWL liegt hier sozusagen dazwischen, sie liegt eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg, weil man merkt, dass die Kriegswirtschaft in einem extremen Maße organisiert werden muss, auf staatlicher Seite und auf privater Seite. Und die ersten Managementbereiche in den USA, eigentlich, dass sie diese Leute nach der Erfahrung des Ersten Weltkrieges ausbilden wollen. Wie kann man jetzt die Unternehmen in sich so strukturieren, dass sie produktiv werden? Er lässt sich eben erstmal auf Kriegswirtschaft sozusagen hin. Es hat dann zu einer, Sie kennen diesen ganzen Taylorismus, ne? Also wir haben jetzt in den ganzen Betriebe, werden sozusagen auf Effizienz, sie werden durchökonomisiert innerhalb der Wirtschaft. Und das ist das, was die Betriebswirtschaft, also das Management in Amerika begleitet. Bei uns ist die BWL noch was anderes, sie strebt selber nach Verwissenschaftlichung. Das ist einfach ein deutscher Sonderweg, muss man ganz ehrlich sagen. Und wird dann, in Amerika geht es in diese Business Schools über, unheimlich bedeutsam dann im Zweiten Weltkrieg und in den Vorläufern. Und dann als nach 1945, als der Krieg mit anderen Mitteln sozusagen fortgeführt wird, mit wirtschaftlicher Fortschritt, als das Kriterium gilt, wie man Wirtschaft vorantreibt oder die Gesellschaften und wie man den nationalen Wettbewerb gestaltet, wird das halt immer mehr zum Wesenskern. Und heute haben wir noch sehr wenig Volkswirte an sich in Deutschland. Das sind, glaube ich, noch 8.000 Studenten oder irgendwas, während die BWL an 100.000 sozusagen gehen. Ja? Und aber mit einem sehr speziellen Fokus auf die Versachlichung, die Quantifizierung innerbetrieblicher Abläufe. Für uns ist das nicht eine so relevante Entscheidung, wenn Sie jetzt vor allem auf den Bachelor gucken, weil in diesem ganzen Bereich hier der Ethik sind die Fragen der Institutionen immer schon drin. Also wie gestalten Menschen ihre Zusammenleben? Jetzt jenseits betrieblicher Kennziffern, es ist eigentlich eine urökonomische Frage in ihrer Bandbreite, sodass wir diesen Bereich der Institutionen
als solchen stark machen, aber jetzt nicht irgendwie Buchführung, Marketing, also in dieser Bandbreite spezialisieren. Ich würde gerne hier noch was zu sagen zur politischen Ökonomie. Das ist das zu sagen, ohne dass wir das im Namen tragen oder noch nicht im Namen tragen, ist, dass wir das erstmal stark machen. Also wenn Sie hierher kommen, in den Bereich der Ökonomie, fällen Sie erstmal eine Entscheidung dafür, dass Sie sagen, diesen ganzen Bereich einer unreflektierten Mathematisierung und Quantifizierung machen Sie hier nicht mit. Sie behandeln den Bereich, da komme ich gleich noch, aber erstmal ist der Schwerpunkt, dass wir sagen, wir bilden Sie im Sinne zu Ethiker, Ethikern, Künstlern, Künstlerinnen aus, in diesem, und zwar präzise in dem Sinne, wie ich es hier gesagt habe. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie in den Bachelor gehen, dass Sie danach, kann ich gleich als Warnung sagen, keinen volkswirtschaftlichen Master oder Promotion an einer führenden anderen Hochschule wie zum Beispiel Mannheim machen können, weil natürlich hier die Leute in diesem Denken sehr, sehr präzise ausgebildet werden. Also Statistik, Ökonometrik, Mathematik 1, 2, 3, höhere Mathematik meistens nicht, aber Mathematik für Volkswirtschaftler, Mikroökonomik, Makroökonomik und ähnliches. Und das muss man den Leuten auch lassen. Sie können ja auch noch was wahrscheinlich dazu erzählen. Es ist eine hochgradige Spezialisierung und es ist ja nicht, dass die Leute nichts lernen würden. Ja? Und auch wir arbeiten unter Bologna-Kriterien, auch wenn wir es nicht immer toll finden. Das heißt also, Sie haben eine bestimmte Anzahl von Kursen, eine bestimmte Anzahl von Stunden, die Sie mit uns verbringen oder Monate, Jahre. Und man muss sich entscheiden, was man ausbildet. Ja, das heißt erstmal in diesen Bereichen tatsächlich jetzt einer praktischen Wissenschaft. Das heißt, wir geben Ihnen eine theoretische Reflexion, die sich aber nicht so weit von Mensch und Welt abtrennt, wie das hier geschehen ist. Also wir lehnen diese Art von kompletter Objektivierung, wo Sie als Mensch gar nicht mehr beteiligt sind und wo es völlig egal ist, ob Sie das Modell ausrechnen oder jemand anders das Modell ausrechnet, es kommt halt 2,5 raus, dieses machen wir sozusagen nicht mit und deswegen auch eine neue Hochschule, weil Sie jetzt natürlich sehen, Sie brauchen andere Strukturen, Sie brauchen eine andere Art von Lehrorganisation und so weiter, weil wir Sie hier als Menschen bilden wollen oder uns als Menschen gemeinsam eine Menschlichkeitsebene bilden und bilden müssen, um diesem Anspruch sozusagen gerecht werden zu können. Dann werden Sie sagen, jetzt sozusagen bomben wir Sie ins 19. Jahrhundert zurück. Das ist jetzt natürlich auch nicht ganz gemein. Ja, Sie sagen, es ist ja irgendwie toll. Sondern es geht uns darum, eine solche Art der Ökonomie jetzt zu sagen, jetzt in dieses 21. Jahrhundert zu bringen. Eine ganz wichtige Sache, das hatte ich schon gesagt, dieses hier kennt keiner Naturproblematik, keine ökologische Problematik, ja, sondern es ist die Produktion, es ist der Umgang des freien menschlichen Willens mit einer Natur, die zu dieser Zeit bereits keinen eigenen Willen, keine eigene Moral, keinen eigenen Geist hat. Also es ist Natur, auch Tiere und alles gelten als eine tote Materie, an der man sich abarbeiten kann zum Wohlergehen der Menschen. Finde ich historisch interessant, aber normativ nicht das, was ich hier in der Hochschule so gerne sehen würde. Also überhaupt diese Sache, wie kann eine Ökologie, eine Nachhaltigkeit entstehen, die Rücksicht nimmt, nicht nur auf quantitative Schranken, CO2 und so weiter, sondern mit einer belebten, nichtmenschlichen Welt, mit Welt, Umwelt umgehen würde, ist für mich einer der wichtigsten Bereiche, die diese politische Ökonomie einzusehen hat, dass sie nicht im 19. Jahrhundert, sie kann es nicht beantworten, sie lebt einfach über die Frage. Das wäre der erste Bereich, den wir erweitern. Und der zweite Bereich ist, dass es absolut naiv wäre, wenn 90% ihrer Kommilitonen und Kommilitoninnen das hier studieren, zu sagen, oh nee, das lassen wir raus, weil das finden wir nicht nett. Ja, sondern darum geht es überhaupt nicht, sondern dieses hier zu verstehen auf einer reflexiven Ebene, zu verstehen, was passiert da, so wie es bis jetzt, ja, also was sind hier Motivlagen, was sind eigentlich Inhalte, woher kommt das Ganze historisch, dass Sie das sozusagen auf einer Metaebene, die Ihren Kommilitonen und Kommilitonen woanders entzogen und vorenthalten wird, dass Sie die bekommen, dass Sie wissen, was hier die wichtigsten Rechenmöglichkeiten, Recheninstrumentarien und so weiter sind, dass Sie in dem Sinne nicht nur mitreden, sondern auch mitrechnen können, zumindest in den wesentlichsten. Und was uns wichtig ist, den Bereich haben wir eigentlich hier in der Hochschule etabliert, ist woanders,
so nicht vorhanden, was wir im Bereich den wir Wirkungsforschung nennen, also vor allem auch im Master. Sie sagen, dieses hier meint zwar total distanziert von der Welt zu sein, nur solche Modelle kommen zum Beispiel auf Finanzmärkten wieder und haben eine irre Auswirkung auf die Welt. Ja, und diese Wirkung zum Beispiel von Finanzmarktmodellen, aber auch die Frage der Veränderung des Denkens insgesamt, was von der Wirtschaftswissenschaft ausgeht und von der Ökonomik in diesem Sinne, das ist hier einer der Schwerpunkte, den wir an dieser Hochschule machen. Wir nennen es eine kritische Wissenschaft zu sein, über jetzt eben Bereiche von Pluralität, von praktisch und moralischer Wissenschaft hinaus. Und dann dieses Zusammennehmen, dass wir sagen, wir sind in einer Welt, ob Bruttoinlandsprodukt, Wachstum, Fortschritt, was auch immer Sie haben, neue Formen der ökonomischen Ökonomik, ähnliches, dass wir sagen, dieses hier hat über die letzten 150 Jahre maßgeblich zur Gestaltung der grundlegenden auch unserer Politik, unserer politischen Strukturen, Entscheidungsstrukturen beigetragen. Und so, dass wir noch einen anderen Bereich ergänzen in diese politische Ökonomie hin, was wir transformative Wissenschaft nennen, sagen, wie kann man jetzt tatsächlich zur Veränderung und Neugestaltung, Umgestaltung einerseits politischer Strukturen und anderer institutionellen, also eher auf einer organisatorischen Ebene beitragen. Ja, das heißt, dass wir ganz klar Partei ergreifen, dass wir sagen, wir möchten Menschen bilden oder dass sie sich bilden können vielmehr, die dezidiert normativ, also dezidiert normativ, auch in diese Welt sozusagen sich hineinstellen möchten, um umzugestalten, um etwas zu verändern. Möglichst begründet, möglichst im Dialog, aber tatsächlich nicht mehr diesen Standort sozusagen rein passiver Wissenschaftler sozusagen haben, die nur implizit oder stillschweigend am Ende normativ sozusagen leben. Und das können wir uns jetzt im Einzelnen gleich angucken im Gespräch, wo Sie es interessiert. Wie finden Sie das in den Modulen wieder? Wie finden Sie das in didaktischen Formen wieder? Das können wir uns jetzt gleich alles im Gespräch angucken. Aber das ist erstmal das, was ich Ihnen geben wollte. Sei das irgendwie der Grundentwurf desjenigen, was wir hier versuchen.